du fotografierst, du filmst, du fliegst Drohne, so wie ich, ja, dann kennst du das. Zwei Fragen, die jedes Mal mit sind, also mit an Bord sind. Erstens, was ziehe ich an? Zweitens, wo drin transportiere ich das Zeug für diesen Auftrag? Denn nicht jeder Rucksack ist wirklich gut. Nicht jede Tasche ist wirklich gut. Manche Taschen sind zu klein, manche Rucksäcke sind zu groß, manches Wetter ist viel zu stürmisch. Aber vielleicht habe ich genau hier das Richtige für dich. Die OneGo Solo V2 ist so flexibel, dass du am Ende des Tages vielleicht genau diese Tasche so gut findest wie ich. Aber wir gucken uns die 10-Liter-Version einfach mal genauer an. Aber bevor wir auf die Verarbeitungsqualität und die raffinierten Details kommen, zeige ich dir, was ich wirklich in 10 Liter mal reingequetscht gekriegt habe. Da ist eine digitale spiegellose Vollformatkamera, eine A7 III mit einem 35mm Objektiv. Der Display-Controller meiner Drohne. Meine Drohne und keine kleine, das ist eine R3. Ein Stift. Ach ja. Mein Gott, das passt gar nicht auf die Kamera drauf. Für ein iPad 12 Pro. Dass die Tasche sehr dezent im Design ist, brauche ich dir nicht zu zeigen. Aber was du vielleicht wissen solltest, ist, dass das Material hier sehr unempfindlich ist. Das heißt, sollte mal Dreck oder Feuchtigkeit drauf kommen, kannst du es einfach mit einem Lappen abwischen. Interessant wird es aber, wenn es an den Bereich, beziehungsweise um den Bereich Reißverschlüsse geht. Da, guck mal bitte, die sind nämlich alle gummiert. Sehen richtig, richtig top aus. Auch die Vernähung ist extrem gut. Mein Rucksack von PGY Tech ist immer noch im, ja, wie soll man sagen, ja, wie im Urzustand, ne? Also da ist nichts dran, auch wenn ich den Rucksack oder die Tasche mal etwas voller befülle. Die Tasche ist wirklich clever aufgebaut. Du hast hier hinten einen Griff, dann ein Laptop bzw. Tabletfach, das Hauptfach und ein Frontfach. Im hinteren Fach, hatte ich ja schon gezeigt, passt ein 12 Zoll iPad Pro locker rein. Und weil das ja ein anderes Seitenverhältnis ist, sogar ein 13,3 Zoll MacBook Pro. Perfekt, ja, also da wackelt nichts, das ist super geschützt. Und super geschützt ist auch tatsächlich alles, was du transportierst. Die ganze Tasche ist sehr gut gepolstert. Egal ob unten, vorne, hinten, seitlich. Ich habe nirgendwo das Gefühl, dass meine Sachen hier ja ungeschützt sind. Das Hauptfach selber ist extrem groß. Kannst du unterteilen mit 3 Dividern. 1, 2, 3 sind bei dieser großen Tasche dabei. Du hast hier individuelle Faltmuster, das heißt, je nachdem, wie du die Divider benötigst, kannst du ja sowieso Taschen basteln, die dann mit dem Klett festmachen und kannst dann entsprechend der Faltungen unten, oben oder Trennungen machen, wie es dir beliebt. Das finde ich jetzt ziemlich abgefahren, die mit dem C. Du hast einmal die Möglichkeit, die so zu falten, also ganz klassisch mit einem Deckel oder unten rum, aber auch so nach innen. Das heißt, du hättest hier die Möglichkeit, Sachen reinzustecken bzw. oben und unten zu trennen. Finde ich richtig abgefahren. Und jetzt gucken wir uns das Fach mal genauer an. Das Hauptfach ist nämlich auch nochmal in 3 Elemente geteilt. Einmal hier hinten mit einem Magnetverschluss. Ich glaube, das kann man ganz gut hören. Ist eine Mesh-Tasche für Kabel oder sonstiges Gedöns. Dann einmal das Hauptfach, wo du die ganzen Divider reintun kannst oder was Riesiges. Und hier hast du nochmal Mesh-Taschen. Ich glaube, so rum kann man es besser sehen. Du hast hier eine Mesh-Tasche, hier auch nochmal. Und hier, wieder wie Zauberei, wieder ein Magnet. Siehst du das? Ich glaube, das kann man so ganz gut sehen. Dann, ich versuche das mal so ein bisschen nach vorne zu drücken, hast du hier die Stifthalterung. Wieder eine Reißverschlusstasche, in der übrigens die Strips sind, wo du zum Beispiel hier unter der Tasche diese Elemente verbinden kannst, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne ein Stativ oder irgendwie sowas dran befestigen. Und hier hast du auch nochmal Taschen. Ich versuche mal näher ranzugehen.
für Kopfhörer, für Akkus. Und für die Akkus hat sich PGY-Tech was extrem Raffiniertes überlegt. Du hast hier ein grünes Magnet. Magnete sind sowieso hier vor dem Trend. Und wenn der Akku leer ist, kannst du den Akku da reintun und umdrehen und zack ist das Ding rot. So weißt du, nimm nicht den Akku, sondern hier den grünen. Finde ich extrem abgefahren. Habe ich auch schon bei dem Rucksack. Machen wir die Tasche zu. Machen wir die Haupttasche zu. Und werfen nochmal einen Blick auf die Fronttasche. Ja, hätte ich mal richtig rum aufgemacht. Weil in der Fronttasche selber kannst du auch nochmal eine Menge verstauen. Das heißt, hier hast du Platz für Schlüssel, für Kabel, für Filter, für was auch immer dein Herz begehrt. Magie ist noch nicht genug, denn du hast hier an der Seite, genau hier, pass auf, ziehe ich jetzt raus, nicht nur eine Innentasche, eine kleine Innentasche, nein, du hast auch hier eventuell für einen Akku, ein Objektiv, eine Trinkflasche, einen separaten Platz. Ich weiß nicht, was sie da bei PGY-Tech sich alles überlegt haben, ja? Aber das ist unglaublich gut. Und diese Gurte hier, die machen eine so solide Verarbeitung, finde ich extrem gut. Das hier sind die Laschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Hier kannst du dann halt dein Stativ, zum Beispiel dein Reisestativ dran befestigen. Die Schulterpolsterung ist übrigens extrem gut und dick gepolstert. Du merkst schon, ich bin mehr als nur ein klein bisschen begeistert, denn die Tasche ist einfach kompakt. Und was ich halt super praktisch finde, ist, dass du sie so am Bauch direkt vor dir hast. Du musst nichts abstellen, nichts, keine Ahnung, in den Dreck und hast das in der tollen Höhe, hast aber super schöne Armfreiheit. Und selbst die große FPV-Brille passt da rein, ja? Und wenn du dann mal mit deiner Avata fliegen willst oder was auch immer du gerade in diese Tasche packen willst, ist einfach genug Platz da drin. Ich persönlich finde, das Ding ist einfach klasse. Aber viel wichtiger als meine Meinung ist deine Meinung. Wie hat dir die OneGo Solo V2 gefallen? Ist das ein Yay oder ist das ein Nay? Also wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, 2 Likes, Lob, Kritik, Anregungen. Die Tasche verlinke ich natürlich nochmal unten in der Beschreibungsbox. Oder sagst du, nee, die ist mir zu groß. Oder sagst du, das ist genau das, was ich schon seit Ewigkeiten gesucht habe. Du hast auch überall hier so Schnallen und Laschen. Also ich persönlich finde die super cool. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned. Das Ding ist auf jeden Fall ein richtig toller Begleiter.